Hallo Leute, ich bin Ultimate Splendash und wir werfen heute einen Blick auf den Tank und Heiler Arcwing, den Amesher. Okay, da die Erde etwa 20 Monate lang keinen neuen Arcwing released hat und es auch nicht so ist, als würde der Modus Liebe bekommen, die er braucht, hat mich der Release des Amesher schon überrascht. Bei diesem handelt es sich um einen Heiler- und Verteidiger-Arcwing, dessen Fähigkeiten darauf basieren, sich um Verbündete vor Schaden zu bewahren. Die Frage ist daher, ist der Amesher auch gut oder schaufelt er nur noch mehr Erde auf das Grab mit der Aufschrift Arcwing? Die Blaupause und die Teile des Amesher bekommt ihr im Tenno-Labor eures Clan-Dojos, nachdem ihr die entsprechende Forschung abgeschlossen habt. Alternativ bekommt ihr den Amesher samt Sword und Reaktor im Markt für 275 Platin. Die erste Fähigkeit des Amesher, Wachsamer Schwarm, blockiert eine bestimmte Anzahl an Angriffen, unabhängig von deren Stärke. Jede separate Schadensinstanz zerstört einen Schwarm, egal ob es sich um einen oder eine Million Schadenspunkte handelt. Daher ist vor allem bei kontinuierlichen Angriffen Vorsicht geboten. Seine zweite Fähigkeit, Wohlwollender Köder, erzeugt ein Leuchtfeuer, das feindliches Waffenfeuer anzieht und den Schaden in Heilung für alle Teammitglieder in Reichweite umwandelt. Dieser Effekt kann ähnlich wie Schneekugel dreimal gestapelt werden und es können drei separate Instanzen dieser Fähigkeit aktiv sein. Seine dritte Fähigkeit, Schützender Anmut, schützt euch sowie Verbündete in Reichweite vor Statuseffekten und verlangsamt Feinde. Die vierte Fähigkeit des Amesher, Rachsüchtiger Rausch, verwandelt eingehenden Schaden in Energie und erhöht Kraftstärke, Dauer und Reichweite für sich selbst und alle Verbündeten in Reichweite. Diese Form der Energiegewinnung wird nicht von Schützender Anmut blockiert, dafür aber von Wachsamer Schwarm. Ganz ehrlich, ich sehe keinen Sinn darin, für Arcwings Builds vorzugeben. Die Auswahl an Arcwing-Mods ist nicht sehr groß und ihr müsst auch nicht so viel aus ihnen herausholen wie im regulären Spiel. Und selbst da ist das derzeit höchstens für Einsätze nötig. Abgesehen davon habe ich wenig Lust, Arcwings zu polarisieren. Der Amesher ergänzt die vorhandenen Arcwings sehr gut und kann sowohl eigenständig operieren als auch Gruppen ergänzen. Wenn ihr wenig Interesse an Arcwing habt, solltet ihr den Amesher allerdings weit hinten anstellen, der Anitain benötigt und Arcwing seit Update 19 auch Slots brauchen. Was denkt ihr über den Amesher? Schreibt es mir in die Kommentare, wir sehen uns beim nächsten Video.